Das wird ja schon peinlich, das auszusprechen. Mir habt ihr jetzt schön die schwierigen Wörter gegeben, oder? Gut, ich komme aus Westfalen, Kara. Okay, Soffe, also was ist der oder die, das Butch Cup? Okay, weißt du nicht? Butch Cup, Tasse, Kaffeekränzchen. Nee. Es ist Cup, ist es irgendwie ein Turnier mäßig? Ach so, nee, hängen wir einen Buchstaben hinten dran. Kappe? Ja. Butch Cup, eine Cappy. Eine besondere Cappy. Oder halt die Butch Cup, warst du noch nie mit? Wo denn? Butch Cup ist ein Club auch in Frankfurt, ne? Ah, nee, da war ich nie mit. Was ist eine oder ein Äpsch? Äpsch? Äpsch. Wenn was Äpsch ist, ist es so eklig, alt, irgendwie so in die Richtung. Faul. Faul, ja. Äpsch. Sauer. Ach so, jemand ist, du bist, wenn ich du Äpsch, Äpsch bist, ist man sauer. Ja. Ah, okay. Was ist ein Hannebumble? Oh Gott, womit hat das was zu tun? Das ist eine Bezeichnung für einen Mensch. Ein Idiot. Ein Spinner. Hannebumble, richtig, oder? Ein Hannebumble. Du bist halt ein Hannebumble. Ja, okay. Hey, das kenne ich. Also, wenn es das ist. Aber ich kann es nicht ausweichen. Geknuddel. Geknoddel. Geknoddel. Geknoddel ist so ein Geknäule, wenn so was. Vor Zeus. Ja, genau. Was ist ein Baba? Baba. Baba. So ein Boss? Nee. Babu. Ach so. Ist ein Gegenstand oder was zu essen? Eher ein Gegenstand, eher in Richtung Gegenstand. Okay. Aber essen kann auch babben. So also bin im ich weitesten hier. Sinne. Babbig. Wenn was babbig ist, weißt du, wie das ist? Ah, so klätschig? Ja. Klebrig? Klebrig. Ja. Und was ist dann ein Baba? Klebestift? Nee. Aber irgendwas Klebriges. Das gibt's auch vom Adler. Kann man. Hast du auf deinem Auto? Ah, ein Aufkleber. Ja. Ah. Oder? Genau. Baba. Ja. Ein Aufkleber. Eine Bips. Was ist eine Bips? Die Bips? Ja. Ja, gib mal einen Tipp. Ist es ein Gegenstand? Nee. Das ist eher, wenn es dir nicht gut geht. Also das hat sowas damit zu tun, wenn du dich körperlich nicht fit fühlst. Eine Grippe? Ja, aber ein bisschen so weniger. So die Erkältung? Genau, so eine kleine Bips. Ich hab die Bips. Ein Butzlumbe. Butzlumbe? Ja. Lumbe ist jemand, der, was macht der? Butzlumbe. Ist es ein Gegenstand? Ja. Hey. Weißt du, was ein Lumpen ist? Nee. Was ist das? Zum Putzen. Ah, Putzlappen. Ja. Ein Hubbel. 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 So ein Hügel. Ja, genau, so ein kleiner Hügel. So ein Hubbel. Was denn? Aare-Treppscher? Aare-Treppscher. Aare-Treppscher. Das wieder ist mit Doppel-A wieder. Ja, echt? Aber geht auch. Also mit einem Aare. Geht auch. Aare-Treppscher. Treppscher ist bestimmt Treppen. Nicht ganz. Okay, ich brauche einen Tipp. Das E würde ich eher als Ö nehmen. Aare-Treppscher. Tröpfchen. Mhm. Aare-Deckel ist das Lied. Augenlied. Also. Ach so. Aare-Treppscher. Augentropfen. Ja. Ah, richtig. Latze. Latze. Ja. Im anderen Zusammenhang kann man sich das vielleicht auch. Eine Latze. Die Latze. Nee. Der das Latze. Tust du. Du tust es. Ich latze. Ja. Wenn du viel Geld latzen musst. Ach so, latzen. Ja. Ja. Ausgeben. Bezahlen. Bezahlen. Plümmelger. Plümmel? Plümmelger. Ich kenne Plümmo. Das ist so das Innere von der Bettdecke. Hat es damit was zu tun? Eher weniger. Ein Gegenstand. Mhm. Nee, also es lebt eher. Gott. Zur Dekoration. Pflanzentiere? Ja, Pflanzen. Die Plümmger. Was sind Plümmger? Pflanzen. Zum Aufhängen. Blumen. Plümmger. Dekoration. Ja, genau. So. Eine Jobbelsche. 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 Eine. Die Jobbelsche. Gib mal einen Tipp. Ist ein Kleidungsstück. Eher so am Oberkörper? Ja. Die Jobbelche. Ich ziehe ein Jobbelche an und zwar als Jacke.
Jacke, Strickjacke. Das war's. Danke. Aber wir müssen auf jeden Fall mal in die Batschkap mit der Saffe. Ja. Was war das nochmal?